Leute, Leute, ich hab's. Ich hab's. Ist doch klar. Ist doch klar. Und zwar. Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox und dies ist die nächste Folge von Observation, dem Sci-Fi-Rätsel-Thriller, würde ich jetzt mal sagen. Seit dem letzten Mal bin ich mir nicht sicher, ob das eine Friede, Freude, Eierkuchen, Weltraumreise wird, sondern viel Tragisches, viel Mysteriöses und viel Unbekanntes wird uns wahrscheinlich noch vorstehen. Ich denke mal, so langsam geht's los. Ich habe auch letztes Mal schon gesagt, dass ich eine 6-monatige Spielpause bezüglich dieses Spiels hatte. Erstmal wieder reinkommen. Aber ich denke, wir haben nicht allzu viel verpasst. Ja. Reden wir nicht lange. Rein geht's. Los. I'm not sure how much of this I can take. They're just hanging there. Well, UC2 is pressurizing just now. Let's try to contact them in the meantime. Assuming they aren't all dead. Look, I know this makes no sense, and you'll probably just give me some broken response. But I'm glad you're here, sir. Mal wieder gerne. Sam, voice authenticate. Emma Fisher, 140412. Never mind. Feel like you're going to help me anyway. Huh? Hätte man jetzt quasi gerade die... We're online. Okay, let's see. Well, we still have some work. Das möchte ich kurz ausprobieren. So. Aufpassen, ich habe da was im Gefühl. Sie sagt jetzt wahrscheinlich absichtlich jetzt einen anderen, eine andere Identifikation, um zu gucken, ob wir jetzt rein mechanisch entscheiden oder emotional. Wenn wir Nein machen, dann einfach, weil wir haben kein Sprachmuster. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich sie trotzdem durchlasse, weil ich ja weiß, dass es Emma Fisher ist, auch wenn das jetzt eine falsche Identifikation war. Quasi, dass wir logisch, also, dass wir identifizieren können anhand des Gesichtsmusters oder anhand der Stimme, unabhängig von der Identifikation. Thanks, Sam. Na, ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie von Verwunderung kommen würde. Dem war nicht so. Ich bezweifle aber, dass dies jetzt eine große Rolle spielt, ob ich jetzt ablehne oder zustimme, also im späteren Spielverlauf. External comms looks good, but the array is facing the wrong way. So, looks like to get a signal out, we are going to need two things. First, we need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. The Astrophysics Lab may have some answer to that. Secondly, our broadcasts won't go anywhere without the captain's authorization code. I'm guessing we can find that in his personal module, EAS-7. Let me know what the authorization code is so that I can enter it into the system.
You will need to set up the comms array yourself, though. If there are any new station alerts, be sure to let me know. I may be able to action some repairs now. Okay. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch kurz erzählen, was das letzte Mal passiert ist. Habe ich irgendwie vergessen. Wir haben eine Asiatin verloren. Wir haben unseren geliebten Jim. Jim? Irgendwie Jim. Den Jim haben wir halt verloren. Ja, und ja, wir haben irgendwie ein anderes Raumschiff gesehen, das sich uns nähert. Alles sehr mysteriös. Ist auf jeden Fall, macht es Sinn, vielleicht die Folge davor anzuschauen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Aber nun gut, weiter geht's. Also, wir haben 4 Quests. Autorisierungscode in EAS 07 finden. Das machen wir jetzt mal. EAS 07. Da können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Zugriff verweigert. EAS 07. EAS 07. Auch offline. Okay. Hier, diese Tür ist zu. Wie kriege ich den Keg jetzt auf? Ja, 7. Verriegelt. Ja, machen wir kurz mal auf. Entriegeln. Was? What? Was für ein Adapter ist denn? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie ist es der falsche Kreislauf. Ja, es sind nur 7. Haben wir noch andere? Nee. Auch keine anderen. Ach, das Spiel macht es mir echt nicht einfach. Ist das jetzt auf oder zu? Ich bin mir nicht sicher. Dazu halt wieder. Okay. Ja, so kann man sich ja auch orientieren. Ach, das ist die Luke nach draußen wahrscheinlich. ERS 05 sind offen. Ne, das ist eine Lüge, die ist nicht auf. Oder ist die Luke. Nein. Sehr kompliziert. ERS 07. Was heißt jetzt Zeichen Kommandantenmodul? Was haben wir noch für Quests? So, das waren hier die. Koordinaten der Rettungsstation im Astrophysiklabor RO finden. Mhm. Koordinaten im SAMOS-COM-System einstellen und Nachrichten senden. Also erstmal brauchen wir den Code im 07er Bereich. Der verschlossen ist. Warum auch immer. Es geht nicht, aber vielleicht können wir ihr sagen, dass die Dämm-Tür zu ist. Können wir auch nicht. Warte mal, das ist doch Exit. Halt, stopp. Ist das überhaupt die Tür? Das ist die Luke nach draußen, ich Idiot. Das ist die Tür, wo wir rein müssen. Da steht's doch, EAS 07. Ah, Alex, echt. Aber trotzdem verstehe ich dann nicht, warum wir dann eine technische Zeichnung eines Kühlmittelkreislaufs finden. Muss ich vielleicht, denn wir haben nur
den Speicherkern. Immer wieder irgendetwas, was ich nutzen kann. Das verstehe ich ebenfalls nicht so ganz. Ich glaube, wenn man Datenfragmente hat, kann man die zusammenfügen. Schaltplan ERS, Luke, die brauche ich doch. Entriegeln SL3. Oh Gott, ey. Müssen wir das wirklich merken? 3, 5. 4, 4, 3, 3, 2. 4, 4. 4, 4, 3, 3, 2. 4, 4, 3, 3, 2. 4, 4, 3, 2. Dann hier. 4, 4, 3, 3, 2. Das ist hier. 4, 4, 3, 3. Nein, das war's nicht. Oh, wir haben hier noch was. Emma, my cameras in EAS 7 have failed to initialize. Weird. Maybe Jim turned them off. Should be fixed. Try them now. Aha. Man konnte noch gar nicht drauf zugreifen, warum auch immer. Laptop ist nicht einsehbar. Melfi Forster. Und ein Laptop da unten. Laptop ist da unten, Melfi Forster ist oben. Was zum Teufel ist ein Melfi Forster? Ist der Laptop? Ich will erst gucken. Melfi Forster. Frotster! Ah, das ist das Kühlsystem. Oje, oje. Öffne Menü, Konfiguration, öffne Menü, Art der Probe, Auswahl, Kryogenik, organisch. Erfolgreich abgeschlossen. Welch Frotster ist jetzt konfiguriert und Einlagen organisches Material? Was hast du hier bloß getan? Jim. Ein Foto von Jim Elias beim Abschluss seiner EASA-Ausbildung 2008. Paul. 4, 8, 12, 16 schon wieder. Das hatten wir ja schon mal. 4, 8, 12, 16. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich an Bedeutung ist. Aber warum sollte es dann auch hier stehen? Hier, ach. Nee. Ich hab mir gedacht, das macht keinen Sinn. Hier ist irgendwo ein Code. Das wird da. Ready 2008. Easy. The code is precursor 1. It appears to be a mission code. Precursor 1? But that's not a mission code, Sam. What the hell is precursor 1? Well, it seems to work. That's the auth code in. OK.
Okay, gucken wir noch mal kurz, was der Laptop uns hier noch zu bieten gibt. Message for home, Sam. Morning, Tiger. I hope everything's okay down there. I just wanted to say good luck with the exam today. We've got something going on up here that, well, I hope it'll explain a lot about how it's been. Why I had to leave again. Tell Mom. Tell her. Tell her we'll talk soon. I love you guys. That's it. War wohl seine letzte Nachricht. Traurig, traurig. Noch ein Dokument. Produktzusammenfassung der täglichen Observation von Marker. Zusammengestellt von der EASA Observation Control Gruppe. Marker Forschungszentrum Zusammenfassung. Bla bla bla. Okay. Zeichnungen über Zeichnungen. Kinderfotos. Abzeichen. Irgendwelche Formel. Aber ich schätze mal nichts Relevantes für uns. Insert Austria. Aha. Okay. Das haben wir schon. Gut. Dann würde ich sagen, das erste haben wir ja. Koordinaten der Rettungsstation im Astrophysiklabor RU4 finden. Hoppala, RU4. Bewegung entdeckt? Was? S. Oh, wieder ein Rätsel. Nach unten. Rein. Nach unten rein. Nach unten. Rein. Ach so, nein, nein, nein. S. 3. W. Das sind wir schon mal richtig, okay. Dieses Spiel kennen wir ja schon. Oder zumindest ich erinnere mich noch. Brille, Fadenkreuz. Zusammenfügen. Brille. Fadenkreuz. Zusammenfügen. Das ist wirklich so Eselsbrücken. Dinge Namen zu geben, wie eine Geschichte, die man erzählt. Gängige Strategie für solche Sachen. Hat sich immer bewährt. Radio. Lager. Nach unten. Nach unten und anderes Lager. Also Radio. Lager. Nach unten, anderes Lager. Und? Gut. Okay. Das war's, mehr nicht. Irgendwie jetzt gerade eine Cutscene oder so. Hat es überhaupt Sam mitbekommen? Oder pennt sie wieder nur? Okay. Was müssen wir machen? Wir gucken uns mal das ganze Bild mal an. In der Hoffnung, dass ich so einen Aha-Moment bekomme.
Und der kommt nicht. Leute, Leute, ich hab's. Ich hab's. Ist doch klar. Ist doch klar. Und zwar im Nahbereich. Genau. Das ist Station retten. Diese Koordinaten. Wählen wir das nochmal aus. Ich gebe jetzt einfach alles ein, was möglich ist. Also irgendwas müssen wir ja hier eingeben. Oh. Ah, das hat es vorher nicht gemacht. Okay, wir haben es. Bin mir ganz sicher. Und zack. Okay. Wähle aus, ob Nachrichten der Besatzung durch die Kommunikation, System mit der Station, durch Externe oder beide weitergeleitet werden sollen. Bin bereit, öffne den Kanal und vorher noch einfach. Nachricht senden. Nachricht senden. E. Fischer. Ja. Nicht Sam will eine Nachricht senden. So. Und nicht über die Station, sondern extern. Gern geschehen. Here goes nothing. This is Emma Fisher on board Observation. Please respond. This is Observation. I have visual. Please respond. If you can hear me, please let me know in some way. It's just me left and Sam. Ja, ich bin auch da. I'm not sure how we ended up here. There was a massive power outage, some noise, and then... Nein, sag es nicht. We ended up here. Richtig. I'm assuming you know all this if you're here to pick us up. Repeat. This is Emma Fisher on board Observation. Please respond. Sam, that alarm. Is that an incoming comms message? It must be the rescue station. It can't be ground control. It's too quick. Mm-hmm. Kommunikation, falsche Taste. Und empfangen. Okay. So, ich muss wieder kombinieren, schätze ich mal. Einmal das kombinieren mit keine Ahnung. Ich nehme mal die, die verfügbar sind. Entschlüsselungsprotokoll. Ist ausgewählt. Das. Das. This is Josh Ramon on board the... I don't know where I am. Oh my god, it's Josh! Please respond. He's alive! How is he? If you can hear... He got to the other station. Another station.
across after we saw May. When the rescue station arrived. Oh, God, thank God. Sam, I'm heading to the airlock. Get in your sphere. You're coming too. Okay. Weird. Richtig weird, ey. I saw a movie once, where they had to jump from one spaceship to another. They used the explosive decompression of a module to throw themselves across. Why bother? You can just aim and gently push off. And I can honestly say, now that I'm in that situation, there's no way in hell I would trust my trajectory to an explosion. Das ist der falsche Weg. So that's where you come in. Was ist mit mir? Könntest du mir mal vielleicht erstmal sagen, wie ich zu dir komme, Madame? Ach, die ist gerade bei mir. Wo? Wo ist sie? Ah! An mir vorbeigesneakt. Ich folge jetzt einfach mal. Okay. You ready? Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen Cliffhanger. Ja, was soll ich sagen? Knifflig ist die ganze Sache auf jeden Fall. Und ich raff's noch nicht wirklich. Die zweite Station? Sind das Duplikate? Ach, ich weiß, ich habe da so meine Theorie. Aber so interstellarmäßig, Zeitverschiebung, bla bla bla, Sci-Fi-Zeugs eben. Auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, bei der nächsten Folge wird uns ein riesen Aha-Effekt einholen. Ich denke mal, gleich am Anfang schon. Deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch entspannt. Ich hoffe, ihr seid auch entspannt, aber vor allem gespannt. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Denk mal, eine Folge geht noch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.